Hallo alle mal zusammen. Heute stehe ich hier nicht ganz allein unter dem Tresen. Heute habe ich einen Gast bei mir, den Lukas. Einen sehr guten Karpfenangler oder jungen Karpfenangler besser gesagt. Der, finde ich persönlich, richtig gut Rigs bastelt. Und darum haben wir gesagt, Luki, komm mit her, zeig uns mal den Chat, wie du das machst. Und von daher, er hat euch zwei geile Dinger mitgebracht. Ganz einfache Nummern, womit ihr eigentlich jeder fangen kann. Und warum soll man es euch vorenthalten? Luki zeigt euch, wie es geht. Ja genau, da habe ich einfach mal zwei Stück mitgebracht. Das ist einmal das D-Rig, schönes Mono-Rig, kennen denke ich die meisten, ist jetzt auch kein Hexenwerk. Und einfach einmal nochmal das genaue Gegenteil, einfach ein ganz normales Rig aus weichem Material, schön mit dem Kicker, das gut greift. Recht flexibles Material, was nimmst du da jetzt für ein Material, für das Flexible zum Beispiel? Also hier habe ich jetzt das Armadillo von Fox in 30 Pfund, sehr abriebsstark und ja, der Nachteil ist halt ein bisschen, schwimmt ein bisschen, aber da kann man drüber hinwegsehen. Ja, das Armadillo, das habe ich eigentlich auch schon öfters gefischt. Ja, ist cool. Das ist ein relativ derbes Material, was auch ein bisschen grob ist, aber trotzdem cool, ja. Ist ein bisschen halb sinkend, aber eigentlich ein geiles Zeug, habe ich auch schon gelegentlich genommen. Okay, cool. Was nimmst du für das Stiff-Rig, für das Steife komplett? Ja, da nehme ich jetzt einfach ein 25 Pfund Mono-Material, das ist jetzt ja noch ein bisschen ältere Version. Aber ist eigentlich egal, was er da nimmt. Mono ist Mono. Einfach nicht zu steif nehmen, sonst kriegt das nicht gebunden. Und ja, ich denke mal, ist eine sichere Nummer. Ich denke auch, ja. Und das ist jetzt das Stiff-Rig direkt vom Fox, ja? Okay. Ein bisschen was Älteres, aber. Das cool funktioniert, Fox, ja. Das funktioniert, ja. Na klar. Okay, cool. Also nehmen wir hier auf jeden Fall erstmal einen 4er Haken von Corda. Guter Haken. Gute Hakeigenschaften, großen Abstand von Hakenspitze zu Öhr und das ist einfach eine Allzweckwaffe, ja. Ja, sehe ich auch so. Den Haken fische ich auch sehr gerne. Eigentlich auch einer meiner Lieblingshaken. Der greift, das ist einfach eine Bestie. Lange Jahre schon bewährt, also seitdem ich auf Karpfen angle, gibt es von Corda diesen White Gape. Er funktioniert einfach. Und warum soll man was Neues erfinden, wenn das Alte auch funktioniert? Also. Ja, so fürs Derek, ja, nehme ich mir erstmal hier eine gute Länge vom steifen Material. Lieber ein bisschen zu viel statt zu wenig. Kann man später immer noch abschneiden. Ja, und ihr seht da jetzt schon, wie sich das eindreht. Ganz wichtig ist natürlich, dass ihr das halt eine Weile in eurer Rigbox liegen lässt und das wirklich strafft. Oder ihr macht es halt über Wasserdampf. Na, es gibt ja heutzutage echt coole Rigboards, wo du es einspannen kannst und dann kannst du es nochmal straffen. Ein bisschen über Wasserdampf und das Ding läuft, ja. Warum fischst du hauptsächlich das komplette Steife zum Werfen oder wofür nimmst du das jetzt? Ja klar, bei den meisten Seen bei uns kann man halt kein Boot benutzen und da bist du halt aufs Werfen angewiesen. Okay, ja. Ja, das kenn ich, ist bei uns ähnlich. Wir werfen sehr, sehr viel, also füttern sehr viel nur mit Sperms, mit Raketen, Markerrute bewaffnet und das ist eigentlich eine geile Angelei. Back to the Woods, old school und da ist zum Werfen ein komplettes, voll steifes Rig, geil. Na klar, wenn du da deine 18, 20 Routenlängen rauswirfst, dann willst du natürlich sicher sein, dass das Rig vernünftig liegt, ja. Na, dann habe ich jetzt hier schon mal angefangen. Fangen wir an, nimmt er das hier einfach, legt es doppelt auf den Hakenbogen und dann wickelt er einfach drei, vier Mal rum. Dann nimmt das andersrum und fädelt das andere Ende einfach durch die Schlaufe. Das ist immer ein bisschen fädelig. Okay, damit fixierst du das Ganze jetzt eigentlich auf den untersten Schenkel, ne? Ist halt wirklich sehr derbe, darum nehme ich mir ja auch immer gerne ein Multitool. Auch wieder Zange dazu, ja, genau, Trainer. Zieh das halt richtig fest, das muss richtig Bombe sitzen. So. Dann schneide ich hier das überstehende Ende ab. Lieber ein bisschen mehr stehen lassen, zieht sich meistens nochmal ein bisschen mehr. Ja, arbeitet immer nochmal ein bisschen der Knoten, ja? Okay. Und dann nehme ich mir hier einen Rigring. In dem Fall von der Firma Fox. Da gibt es ja auch von verschiedensten Herstellern. Wir nehmen jetzt den von Fox hier. Ja, ist halt passt, das läuft, ja. Dann nehmt euch den Rigring und fädelt den auf eure Schnur auf. Dann geht er von hinten. Warte mal, ich mach's mal so. Von hinten durch das Öhr durch. Ja. Da könnt ihr euch dann halt das D formen. Und den Abstand von Hakenköder zu Haken bestimmen. Ich nehme da meistens, ich mache das mit einem Auge.
so, das kommt mit der Zeit. Ja, genau, drin, ne? Irgendwann. Mhm, genau. So, dann macht er ja einfach 6 bis 8 Wicklungen um den Hakenschenkel. Und geht dann wieder von hinten durch das Öhr durch. Womit ziehst du es fest am besten? Irgendwie mit einem Multitool, mit einem kleinen, oder? Ja, hier haben wir von Mika. Das ist halt einfach geil, das Ding, ja. Kostet nicht die Welt und wenn er damit ein bisschen sorgsam umgeht, dann habt ihr das eigentlich auch die ganze Zeit. So, dann bestimmt eure Länge. Kommt halt darauf an, wie ihr es lieber mag, wie ihr es lieber mögt. Ja, wenn die Karpfnetze eher spitz fressen, dann macht das kürzer. Wenn nicht, macht das einfach länger. Was so dein Lieblingslänge? Was fühlst du am liebsten so von der Länge, vom Vorfach? Gerade bei dieser steifen Nummer? Da lieber ein bisschen länger. Also lieber so 15 bis 20 Zentimeter. 20 Zentimeter aber eher eine Ausnahme. Und wo fühlst du das? Zum Werfen und am Fluss? Oder? Ja, schon. Geht auch auf schlammigen Boden, muss man halt aber ein bisschen aufpassen, wie das Blei einsehen. Ja, okay. Also eher so ein bisschen gerade eine Wurfwaffe und gerade für die Flussangelei, wo sich das Ring ein bisschen bewegt und eine Strömung bammelt, dass halt keine Verrennungen sind, ja? Ja, genau. Okay. So, dann nehme ich mir einen Anti-Tangle-Sleeve. Die gibt es auch von verschiedensten Herstellern, ja? Ja, klar, das ist... Fisch das, womit ihr euch... Ja, ich nehme die auch, die Anti-Tangle Sleeves, ich finde sie super. So, ist ein bisschen fädelig hier. Dann fädelt ihr einfach auch auf eure Hauptschnur auf. Das mache ich lieber vorher bei dem... Gerade bei den Steifen, ja. Du machst kriegst, den Sleeve kaputt, ne? Du kriegst es sonst nicht mehr drauf, ja. Okay. So, dann würde ich sagen, das ist eine gute Länge. Dann müsst ihr halt echt gucken, versucht da... Lieber einen Knoten zu machen, der jetzt nicht allzu dick wird, weil sonst kriegt ihr den Anti-Tangle-Sleeve. Was nimmst du da jetzt? Einen ganz normalen Überhandschlauchknoten, ja? Ganz normal, ein Hausmeißknoten. Wie Wicklung machst du da? 2? Gerade bei den dicken? Reicht das? Ja, bei dem dicken finde ich manchmal reicht sogar 1. Ah, okay. Also es ist ja wirklich Monstermaterial. Da nehme ich mir jetzt auch mal hier eine Ködernadel zur Hilfe. Ja, cool. So, dann zieht er das hier auch nochmal ein bisschen fest. Das ist natürlich alles ein bisschen grober. Mhm. Aber das darf es ja auch sein. Richtig festprügeln. Das kann es wirklich passieren, dass euch am Wasser dann das Rig kaputt geht. Und das muss ja nicht sein, ja. Dann lieber hier ein bisschen ordentlicher arbeiten. Ja, man könnte auch nochmal auf Nummer sicher gehen, die Enden nochmal... Man könnte die absenken. Mit dem Feuerzenken, ja. Mit dem absenken, dann hast du einen kleinen Knubbel, das, was ich dann nicht durch den Knoten durchziehen kann. Aber so sieht solide aus, finde ich cool. Habe ich auch schon öfters gefischt. Gerade für weite Würfe und fürs Fluss. Ich habe dieses Rig, diese Variante immer gern für den Fluss gefischt. Ja. Ja, sehr cool. Mhm. Kann man auch super eine Maiskette draufziehen. Ja? Ja, absolut. Nicht nur einen reinen Beule, ja, eine Maiskette mit einem kleinen 10er Poppy oben drauf. Top, fängt, funktioniert. Ja. So, einfach, jetzt nochmal für die. Leute, die es halt schneller mögen oder die halt dieses Gefisseln nicht so mögen. Da gibt es von Cora die Derek Kickers. Auch eine super Sache. Die zieht ihr einfach wie einen normalen Kicker auf euren Haken auf. Da braucht ihr dann auch einfach nur einen O-Ring oder einen Mini-Wirbel. Und dann ist die Sache halt einfach schon fertig. Da könnt ihr eigentlich auch Material nehmen, wie ihr wollt. Hauptsache ein bisschen was Steiferes, das halt auch funktioniert. So. Das war es eigentlich auch schon zum Derek. Ja. Dann hat sie jetzt noch ein anderes Rig mitgebracht, das ist das Flexible dort, ne? Ja, genau. Das ist das Flexible. Das ist halt, was du vorhin schon gesagt hast, was mit Armadillo gebunden hast, ja? Ja. Ist halt gut für schlammige Seen oder so. Es legt sich halt echt das gut hast ab. Du jetzt relativ kurz gebunden? Ja, das aus dem Grund, das hast du jetzt für Winterangelei gebunden gehabt, hast du gesagt vorhin, ja? Ja, genau. Oder halt, wenn du auf dem Futterplatz angelst und so. Dann das ist ja schon recht kurz, ja. Was hast du da jetzt für Länge? Müssen wir nach, Luki, kurz? Was sind das? Das ist schon echt. Ja, das nimmst du jetzt gerade für den Winter, wenn sie mega spitz beißen, ja? Ja, das ist 11 cm lang. Das ist schon. Wahnsinn, also für den Sommer würde ich es nicht nehmen, aber jetzt für den Winter ist schon echt nicht schlecht. Ein kleiner Anker, dass sie sofort bei der kleinsten Bewegung hängen, ne? Cool. So, und dann zeige ich euch auch nochmal, wie wir das binden. Also, wie gesagt, vorhin schon, das Armadillo. Da schneiden wir uns auch wieder gut was ab.
lieber ein bisschen mehr. So. Dann nehmen wir auch wieder unseren White Gap X. Das ist wirklich... Ach so, Randwaffe, ja. Die nimmst du fast für alles, ja. Und der funktioniert einfach, ja. Das ist einfach einmal gefischt und seitdem eigentlich immer. Ich muss auch persönlich sagen, also ich fische den White Gap gerade, den Xer davon so gerne. Top Haken. Und wie ich vorhin schon erwähnt hatte, den gibt es einfach mal mittlerweile, seitdem ich auf Karpfen angle, seit über 20 Jahren gibt es diesen Gorda White Gap Haken. Und der funktioniert, ja. Absoluter Klassiker. So, fürs nächste Rig haben wir ein klassisches Haarrig. Also das heißt, wir binden uns erstmal unser Haar. Das Haar, viele machen es relativ klein, aber ich finde es eigentlich besser, wenn die Schlaufe ein bisschen größer ist, weil es dann durch den Bodenköder, weil der Knoten vom Haar dann im Bodenköder sitzt, wenn ihr jetzt einen Snowman angelt und ihr somit halt dem Problem vorbeugt, dass es halt, dass der Bodenköder nicht so auf dem Haar hin und her rutscht. Also fixierst du quasi mit den Knoten von der Schlaufe den zweiten Boilie, den obersten, ne? Dass du dann auch nicht so das Spiel hast, ja. Mach ich auch ganz gerne. Du kannst ja auch, viele machen es auch, hauen sich hier noch einen kleinen Stopper hinter, wo du es dann mit fixieren kannst, dass das dann richtig stramm sitzt. Aber wenn du wirklich den letzten Knoten hier reinsetzt, wackelt es nicht, sitzt gut. Ist logisch, funktioniert einfach und passt, ne? So, da haben wir unsere Knoten. Auch den lieber festziehen. Man weiß ja nie. Da auch wieder ein Stückchen stehen lassen. Das hat noch niemanden geschadet. So, dann nehmen wir uns jetzt hier einfach auch wieder für den Winter ganz gut auffällige Köder. Ihr könnt das Rig natürlich auch nur mit einem Bodenköder fischen. Das funktioniert auch wunderbar. Aber du fischst gerne Snowman so in der Art, ja? Ja klar, weil wir oftmals nur eine Nacht unterwegs sind. Und da brauchst du einfach alles an Attraktivität, was geht, ja. Okay. Lieber auch mal eine Route auffällig, die andere unauffällig. Aber auch trotzdem ein Snowman. Also bist auch einer, der ein bisschen ausprobiert, mal diese Farm. Ja klar, ist ja nicht immer das, was jetzt letztes Wochenende funktioniert hat, muss ja nicht automatisch das nächste Wochenende auch funktionieren. Oh, da habe ich jetzt ein bisschen den Poppy kaputt gemacht, aber ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Dann nehmen wir uns hier einfach einen ganz normalen Stopper. Ist auch eigentlich wieder völlig egal, was ihr dafür einnehmt. Einfach den, in den ihr am meisten Vertrauen habt. Also durch den Knoten, den relativ hoch angesetzt hast, sitzt da schon recht stramm, dass es auch gar nicht mehr rutscht, ne? Ja. Als nächstes nehme ich mir ein bisschen Anti-Tangle-Tube. Das mache ich einfach, um den Austrittswinkel des Haars ein bisschen zu beeinflussen und dann sich das halt einfach auch ein bisschen zu fixieren. Das ziehst du jetzt unten auf den Hakenschenkel drauf? Ja, genau. Ja, okay. So, da habe ich mir hier schon was vorbereitet. Einfach 2 mm, nicht zu lang, auch nicht zu kurz, sonst reißt es euch zu schnell aus. Das fähle ich einfach mit der Ködernadel hier auf. So, und dann ziehe ich meinen Haken von unten durch das Tube durch. Da muss halt aufpassen, dass das Vorfach auch nicht spleißt dabei, ja? Aber ja, das ist ganz wichtig. Ja. Das braucht ein bisschen Übung, aber das habt ihr auch irgendwann raus. Wirklich aufpassen, dass er das Vorfachmaterial nicht verletzt. So. Dann könnt ihr euch hier bestimmen, ich mache es gerne so, dass das Haar gerade so hier den letzten Bogen, also der Boilie, den letzten Bogen erreicht. So ungefähr. Meinst du jetzt die letzte Spitze vom Hakenschenkel gerade so? Ja, genau. Dass es sich halt nicht rumwickelt. Dann nehme ich das Ende vom Vorfach und ziehe es von hinten durch die Öse durch. So, und dann ist ganz wichtig, packe ich mir, also drehe ich das Tube einfach ein Stück runter, um quasi zu gewährleisten, dass mein Haar genau mittig liegt. Und dann fange ich einfach an zu wickeln. Dann nehme ich jetzt so 6 bis 8 Wicklungen. Ungefähr immer auf der Höhe des Hakenspitze wickelst, ja? Hast du mal erzählt? Ja, genau. Ja. Und dann geht er einfach wieder. Drum, das habe ich auch schon oft gemacht. Oder viele wickeln dann nochmal eine Wicklung wieder hoch und ziehen es von hinten zur Haarspitze. Aber ich mache es genauso. Ich wickle meine 6 bis 8 Wicklungen runter und dann lege ich es einfach hoch und ziehe es wieder durch.
funktioniert eigentlich ganz gut, ja. Wenn wir das fertig haben, ziehst du es nochmal ordentlich fest, ne? Ja, genau, auf jeden Fall wieder festziehen. Und zeig mal, das Haar müsste jetzt eigentlich genau. Du hast ja dadurch, dass du den Winkel nach links gelegt hast und den nach rechts gewickelt hast, liegt dadurch das Haar 100% hinten im Hakenschenkel. Cool. Ja, so muss es sein, ja. Als nächstes nehme ich mir wieder ein Anti-Tangle-Sleeve. Habt ihr bestimmt schon gemerkt, kommt bei mir eigentlich bei jedem Rig hinten dran. Ist einfach dem geschuldet. Heutzutage benutzt eigentlich jeder Quick-Chain-Swivel. Hier auch nochmal von Fox. Einfach kennt eigentlich, denke ich, jeder, zieht da einfach in euer Bleisystem rein und hier könnt ihr einfach super schnell eure Vorfächer wechseln. Ja. Na, der Vorteil ist halt daran, dass du halt flexibel bist. Du kannst halt, nachdem du fertig bist mit dem Fischdrill, aushängen. Das neue Rig ist schon fertig gebunden, hängt schon im Dip drin, ja, eingehängt. Oft, ja, das mache ich. Ich dippe immer schon vor, häng die dann einfach rein. Du brauchst gerade in der Nacht, kennt ja jeder, du hast im Herbst, es ist kalt oder sonst was, ja. Dann hast du schon deine Rigs fertig gebunden, vielleicht schon mit PVA fertig bestückt, dran gehängt und neu rausgeworfen, verschwendest keine Zeit, wartest nicht nur ewig ab, dass du ein neues Rig anknoten musst, wo ich damals angefangen habe, Kaufnagel, habe ich angefangen, jedes Mal mein Rig neu wieder anzuknoten und so einen Wahnsinn, wie einfach die Zeit auch geworden ist und wie einfach die Sachen auch geworden ist, ja. Und jetzt hast du den nochmal Anti-Tangle-Sleeve draufgezogen, jetzt machst du nochmal eine Schlaufe, ne? Ja, wieder eine doppelte Schlaufe. Einfach bei dem dünnen Material, also was heißt dünn, aber es geht halt einfach besser als beim Monofil. Wie machst du da? Zwei, drei Wicklungen? Ja, zwei sind, finde ich, denke ich, absolut ausreichend. Mhm. Man kann auch drei machen, sicherlich. Hast du mal Fisch verloren durch zwei Wicklungen oder ähnliches? Absolut nicht. Ich sitze immer, ja? Ich hatte 2020 keinen einzigen Aussteiger. Mhm. Also kein Abriss dadurch, dass Knoten sich geöffnet hat, ohne Schlaufe sich absolut geöffnet hat. Absolut nicht. Kein Fisch verloren. Und wie ist so deine Quote vom Schlitzen her durch die Rigs, die du jetzt fischst? Das sind ja die Beine, was dir sagt, dass die fischst du fast nur noch, ja? Die gehen eigentlich fast zu null. Man hat auch wirklich Tage, hatte ich genauso schon. Da schlitzt sich ein Fisch nacheinander. Es gibt Tage, da sitzen 20 Fische hintereinander safe. So wie sie halt auch beißen, ne? Ja, das kommt natürlich immer darauf an. Wie beißen sie? Beißen sie relativ spitz? Sind sie sehr vorsichtig? Ich sehe schon, das hast du jetzt auch wieder relativ kurz gebunden, ja? Du bist absolut im Wintermodus, wie ich sehe, Luki, ja? Na klar, ist doch auch gerade Winter. Das ist jetzt mega short, ja? Also Wahnsinn. Und so fischst du das jetzt auch im Winter, ne? Ja. Was hast du da jetzt für eine Länge? Sind auch nur 15 cm ungefähr, ja? Maximal, wenn es hinkommt. Wir können ja nochmal nachmessen. Ja, gerne. Wollte mich mal interessieren. Ja, das sind jetzt auch wieder so 11,5 cm maximal. Darf ich mal? Ja, klar. Mhm. Was vielleicht noch zu erwähnen wäre, die Rigs sind absolut vielfältig. Ja. Ihr könnt hier, den Kicker habe ich jetzt vergessen. Normalerweise kommt noch ein Kicker drauf. Ihr könnt die mit Bodenködern angeln, mit Waftern angeln, mit Snowmans angeln. Also wirklich das D-Rig. Man kann es eigentlich sogar mit einem Pop-Up auch angeln. Hier jetzt zum Beispiel mal eine Variante mit einem Wafter. Da seht ihr mal so die Facettenvielfalt. Ich habe auch gesehen, du hast nochmal das Pinpoint-Set mitgebracht von Nash, ja? Schleifst du deinen Haken denn nach, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist sehr wichtig. Einfach spitze Haken. Weil im Prinzip ist es das, was manchmal über Erfolg und Misserfolg, also was das sehr entscheidend. Einfach wirklich ein paar Mal drüber, aber davon gibt es halt einfach schon genug Videos, da möchten wir jetzt nicht ins Detail gehen. Das würde, denke ich, mal auch den Rahmen sprengen. So, ich bin auch wirklich mega überrascht, wie kurz du eigentlich deinen Rigs bindest, aber anscheinend funktioniert es ja. Du bist ja wirklich sehr erfolgreich jetzt auch im Winter. Das läuft ja auch bei dir. Und schaut da einfach mal beim Luki vorbei. Ja, Instagram, Corp of Beauty. Cup of Beauty, cool. Und natürlich bei uns, das kommt da natürlich nicht drum rum. Schaut einfach mal bei Capocalypse bei Instagram vorbei oder auf unserer neuen Seite www.capocalypse.de. Ist immer ein Besuch wert. Wir bringen momentan sehr, sehr viele Berichte rein. Es ist Winter, wir haben Zeit zu schreiben. Schaut da mal rein und ich freue mich auf jeden Fall, dass der Luki hier gewesen ist. Ich fand's super interessant. Also Luki, in dem Sinne, ciao, ja, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, wir sehen uns wieder.